Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. Beide nicht einfach. Michael Elster von der CDU und Werner Schröder von der SPD. Sie mussten 3 Wochen mehr Stress nach dem 25. März durchmachen, bis zum 8. April, bis zu den Stichwahlen. Dann kamen die Ergebnisse ganz deutlich. 44,1% für Michael Elster von der CDU. Woran hat es gelegen, dass der erste Kreisbeigeordnete nun nicht Landrat des Landkreises Ludwigshafen werden wird? Das Ergebnis war ganz deutlich und wie es dazu kommen konnte, dazu der erste Kreisbeigeordnete und Ex-Landratskandidat selbst. Meine Beteiligung ist insgesamt relativ niedrig, allerdings war das auch zu befürchten. Das Ergebnis ist für mich sicherlich nicht befriedigend, eher enttäuschend. Nach meiner ersten Einschätzung ist es mir eben nicht gelungen, die Sachthemen in den Vordergrund zu bringen. Herr Schröder hat seine Anhängerschaft bei der niedrigen Wahlbeteiligung offensichtlich besser mobilisieren können, als mir dies gelungen ist. Wie sieht jetzt Ihre weitere Zukunft aus? Ja, ich bin ja als Beigeordneter hier im Amt und diese Position ist ja unabhängig vom heutigen Wahlabend. Der Landkreis stand ja 16 Jahre lang oder mehr als 16 Jahre lang unter CDU-Regentschaft, indirekt, wenn man das so sieht. Wie verkraftet seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Wie verkraftet Ihre Partei jetzt diesen Niederlage? Die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag sind nach wie vor so, dass die CDU über eine deutliche Mehrheit verfügt. Daran wird sich auch durch das heutige Wahlergebnis nichts ändern. Schätzen Sie, dass es künftig schwieriger zu gehen wird in den Kreisentscheidungen, in der Kreispolitik? Es kann sicherlich zu Komplikationen kommen, aber ich denke, das ist noch zu früh, da muss man abwarten. Das Ergebnis ist ganz deutlich, 44,1% für Michael Elster. Und er unterlag damit ganz deutlich mit weit von über 10% seinem Mitbewerber Werner Schröder mit 55,2%, dem Leiter
des Sport- und Mieterabends. Diese Position wird Werner Schröter natürlich jetzt gerne aufgeben müssen. Am Amt der Wahl ist Werner Schröter glücklich und kurz nach Bekanntwerden seines guten Ergebnisses lässt ihm das Handy keine Ruhe mehr. Vielmehr viele, viele Dutzende von Anrufern rufen ihn an übers Handy, um ihm zu gratulieren. Selbst Kurt Beck, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, ließ es sich nicht nehmen, via Handy seinem Parteifreund Werner zum Wahlerfolg zu gratulieren. Ich denke noch, dass ich nochmal melden will. Ne? Okay, ja, ich denke. Okay. Hüpf von der Bildreiniger hätte sie gern mal. Jo, dann brauche ich. Wenn sie klein und zurück. Mein Glückwunsch. Selbst im schwarzen Unterstand haben wir es. Ja, also stell dir mal vor. Ja, ich bin sehr glücklich über das Ergebnis. Es ist ein ganz großartiges Ergebnis. Ich darf mich bei allen Wählerinnen und Wählern ganz, ganz herzlich für das große Vertrauen bedanken. Und ich verspreche, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass das Vertrauen auch nicht, dass sich niemand missbraucht fühlt. Ich werde versuchen, das Vertrauen zu erfüllen. Es war ein Wahlsieg einer großen Bürgerinitiative, sage ich immer. Über alle Parteigrenzen hinweg hat man gesagt, dass man den Schröder haben will. Und jetzt haben sie ihn und jetzt soll er auch mal was schaffen und wird dann auch versuchen, zum Wohle der Kreiseinwohner tätig zu werden. Werner Schröter feierte diesen Abend, den Wahlabend, seinen Erfolg mit seinen Freunden in Schifferstadt und Mutterstadt fröhlich. Es gab viele, viele Gratulanten. Er war an diesem Abend nicht alleine, Werner Schröter, sondern seine Familie freute sich mit ihm. Hier eine innige, herzliche Umarmung mit der Tochter. Und viele, viele weitere reihten sich in die Runde derer ein, die Glückwünsche aussprachen. Ergebnis für einen engagiert geführten Wahlkampf von Werner Schröter, der natürlich auf seiner Popularität aufbauen konnte und auch die Unterstützung der SPD im ganzen Kreis gefunden hat. Im Landkreis sind die Zeichen deutlich. Was erhoffen Sie sich jetzt für den 1. Mai? Ja, ich erhoffe mir vom ersten Wahlgang, dass ich die absolute Mehrheit gewinne. Rechnen Sie auch mit einem solchen Traumergebnis? Rechnen Sie auch mit einem solchen Traumergebnis? Naja, ich habe ja bei meiner Nominierung schon gesagt, dass dann ein Traum für mich in Erfüllung geht. Insofern freue ich mich weiter. Soweit einer, der den Wahlkampfstress noch mittendrin erlebt, vor sich hat. Es war Uli Geismeier, der OB von Ludwigshafen werden möchte und gegen die CDU-Kandidaten Dr. Eva Lohse antritt. Werner Schröter im Gespräch mit Vertretern der Neuhöfer SPD, die ja dieses Jahr bei den Bürgermeisterwahlen nicht ganz so viel Glück hatten wie ihr neuer Landrat. Fragt er uns so ganz privat, was sagt jetzt Ihre Familie dazu? Ja, meine Frau steht da, die freut sich riesig. Meine Kinder sind da, meine Enkelkinder sind da, die sind alle sehr glücklich. Heute Abend. Was hat denn Ihnen der Ministerpräsident Kurt Beck, der ja am 25. März bereits sein persönliches Traumergebnis erreicht hat, was hat er Ihnen heute Abend am Telefon gesagt? Er hat mir sehr herzlich gratuliert und hat mir auch weiterhin seine Unterstützung zugesagt. 55,6%, also fast 56%. Ist das für Sie ein persönliches Traumergebnis? Das ist ein tolles Ergebnis. Ich habe die letzten Tage mit 54 gerechnet, jetzt haben wir noch ein bisschen was dazu getan. Also ich bin sehr zufrieden. Noch Bürgermeister Wolfgang Graus und Beigeordneter Herr Schumacher. In Neuhofen lief es ja bei den Bürgermeisterwahlen nicht ganz so glücklich, aber jetzt dieser Erfolg von Werner Schröter, dem künftigen Landrat, ist ja ein deutliches Zeichen. Was sagen Sie jetzt dazu aus Neuhofen? Also ich denke, das ist ein sehr gutes Ergebnis und das zeigt, dass der Wahlkampf überzeugend war und auf jeden Fall diese auf breite Basis gestellte Bürgerinitiative von Werner Schröder auf jeden Fall gezeigt hat,
dass der Wahlkampf von dem Mitbewerber so auf jeden Fall nicht zu gewinnen war. Ja, das war so. Werner Schröder, im Wahlkampf hieß es immer einer von uns für uns. Und das ist es halt. Ein Mann aus dem Volk, Werner Schröder, so wie er lebt und lebt. Und das hat sich jetzt niedergeschlagen in seinem Wahlerfolg. Das ganz könnte, eindeutig. Das könnte sich jetzt für den Landkreis im Landkreis bringen. Ja gut, für den Landkreis, das muss man jetzt erstmal abwarten. Da wollen wir erstmal drüber schlafen und mal sehen und dann die Sache langsam angehen. Wir hatten ja in früheren Zeiten schon öfter einen SPD-Landrat gehabt, ob das Dr. Hermann Scherer war oder Dr. Becker-Marx waren ja auch SPD-Leute. Und ich denke, jetzt war es mal an der Zeit, den CDU-Landrat wieder abzulösen. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Was sagen Sie jetzt dazu, dass Ihr Mann die Landratswahlen gewonnen hat und künftig Landrat sein wird? Ja, ich bin jetzt froh und bin stolz auf ihn. Haben Sie Angst, dass er künftig mehr unterwegs als zu Hause sein wird? Ja, ich weiß, dass das so ist. Aber das wusste man ja im Voraus. Wie werden Sie und Ihre Familie Ihren Ehegatten unterstützen, also den neuen Landrat unterstützen? Ich versuche halt zu Hause die Rücke frei zu halten. Eben so eine Art ruhender Pol zu sein, wenn er abgenervt nach Hause kommt. Was ist denn sein Lieblingsgetränk? Es kommt ganz drauf an, was er gerade isst. Er trinkt gerne Rotwein, er trinkt auch gerne Weißwein. Auch ein Lieblingsgetränk an sich hat er, glaube ich, auch. Werden Sie auch auf Termine mitgehen? Selbstverständlich, ja. Und welche Rolle wird der VfK jetzt weiterspielen? Ja, der wird genauso da sein. Wenn er wird genauso für den VfK noch da sein. Kann vielleicht nicht mehr seine ganze Zeit dem VfK widmen, aber bestimmt ist er als Landrat für den VfK genauso viel wert. Ja. Soweit viel, Frau Werner Schröders, hier der Sohn. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin erleichtert jetzt. Wie werden Sie Ihren Vater unterstützen? Wie? Oh, gute Frage. Wie werde ich meinen Vater unterstützen? Ich war jetzt im Wahlkampf, war ich mittätig, muss ich sagen, da habe ich unterstützt, wie ich ihn weiter unterstützen werde, muss ich mir noch Gedanken machen. Das heißt ja in einem Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und was stellen Sie sich vor für Ihre Zukunft? Wollen Sie auch in die Politik und was wollen Sie in der Politik erreichen, wenn Sie dort sind? Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass ich in der Politik tätig werde. Tochter, was sagen Sie zu grandiosen Erfolg? Ich muss mich meinem Bruder anschließen. Ich werde meinen Vater, wo es geht, unterstützen, aber politisch tätig bin ich auch nicht. Soweit die Ehefrau von Werner Schröter. Rote Rosen für den Wahlsieger des Wahlabends. Also nach dem Wahlergebnis von heute Abend, nach dem kuriosen Wahlergebnis von 55,2% für unseren Kandidaten Werner Schröder, muss es einem als Geschäftsführer sehr gut gehen. Die Stimmung in der Partei ist gut. Eine gute Ausgangsposition war das Ergebnis vor 14 Tagen. Denn der Kandidat der SPD, Werner Schröder, ist aus dem Null gestartet gegen einen amtierenden ersten Beigeordneten der Kreisverwaltung. Und ich muss sagen, die Partei und viele, viele Freunde aus Bayern, aus Hamming getragen. Heute haben wir mit 55,2% für Werner Schröder ein ganz tolles Wahlergebnis eingefahren. Ich bin rundum zufrieden. Für die Partei, für die Fraktion ist der Wahlkampf ja eigentlich ganz vorüber. Am 6. Mai geht es in Ludwigshafen weiter. Schätzen Sie den Trend, der heute Abend gezeigt worden ist? Ich bin Geschäftsführer der Gesamtpartei. Wir haben den Landeswahlkampf hervorragend in Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen, mit den Kandidaten geführt. Wir haben heute ein weiteres Ziel erreicht. Zum ersten Mal den erstgewählten Landrat in Ludwigshafen mit Werner Schröder besetzt. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir weiterhin gemeinsam diese Geschlossenheit zeigen, schaffen wir auch am 6. Mai die erste
Oberbürgermeisterwahl, Direktwahl des Oberbürgermeisters mit Ulrich Geismeier, dass wir mit einem Traumergebnis 50 plus gewinnen. Vielen Dank. Ja gut, auf jeden Fall ist es ein Ergebnis, das einen Aufschub gibt für die Stadtwahl in Ludwigshafen. Die SPD ist zurzeit in einem Aufwind, der zeigt, dass Ideen und Verbindungen zurzeit immer gut da sind. Wahlergebnis von Werner Schröder. Sie können sich vorstellen, das ist ein historisches Ereignis für unseren Landkreis, für meine Gemeinde Hannover natürlich. Und ich bin nur noch glücklich und ich bin überzeugt, dass wir mit Werner Schröder einen sehr guten Landrat haben werden. Und sind zu einem solchen Ergebnis, zu einem deutlichen Ergebnis gereicht? Ne? Ich hatte heute ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mit einem knapperen Ergebnis gerechnet. Umso glücklicher bin ich über dieses überzeugende Ergebnis. Was sagen Sie zu Schifferstadt? Schifferstadt ist toll und es zeigt auch, dass die Männer und Frauen dort für die SPD gut gearbeitet haben und überzeugend gearbeitet haben. Und es zeigt auch, dass es in Schifferstadt viele intelligente Menschen gibt, die sehr wohl abwägen können von Politik und von Persönlichkeit. Soweit die Landtagsabgeordnete Friederike Ebli und hier ganz besondere Freunde von Werner Schröder. Und der Aaron Mutlu, der auch mal eine große Stütze des VfB Schifferstadt war, haben dann Veranstaltungen für mich vorbereitet. Ich war in Schifferstadt in einer Veranstaltung, da war dann auch der Staatssekretär Roland Hertel dabei, die Friederike Ebli, MDL war dabei und dann haben wir unseren Landsleuten, die mal Türken waren, gesagt, wie dann das alles mit dem Wählen vor sich geht, damit sie das auch zu Hause und in ihren Familien weitergeben konnten. Und dann war ich, liebe Hannelore, weil ich dich gerade sehe, war ich in der vergangenen Woche auch nochmal in Danzig-Schauernheim, in der Kirchenstraße 2. Da haben die nämlich eine Zusammenkunft. Da war ich auch nochmal mit 35 oder 40 von unseren Freunden zusammen und da habe ich noch einmal ihnen gesagt, wie es denn so geht mit der Wahl und so weiter. Und heute Abend sind sie da und darüber freuen wir uns. Liebe Landsleute, wir freuen uns an den Anteil. Und eines, das hatte ich vorhin eigentlich vor, ich habe es gerade gesagt, ich sage es jetzt noch ganz schnell im Nachhinein. Wir haben eine Wahlbeteiligung im Kreis von 44,1%. Das ist eigentlich, man kann sagen, sie ist schlecht, aber ich finde sie eigentlich noch gut. Und das ist aber auch zu verdanken dem der Werner Schumacher, früher Leiter der Polizeiinspektion in Schifferstadt. Und Werner, bist du noch da? Der Werner war eigentlich der Lautsprecher. Wir sind mit einem Autokonvoi von 10 bis 12 Fahrzeugen in der vergangenen Woche jeden Tag durch die Landkreisgemeinden gefahren und haben aufgerufen, die Leute, dass sie doch zur Wahl gehen. Und ich glaube, dass dieser Konvoi mit vielen Freunden, mit dem Werner Schröder Plakaten und mit unserem Lautsprecher Werner Schumacher und jetzt bin ich da und auch mein Freund der Tarek, auch einer, der mal Türke war und jetzt Deutscher ist. Der war auch die ganze Woche dabei, genau wie viele Freunde von anderen Ortsvereinen, wie viele Freunde vom VfK Schifferstadt. Wenn ich heb gerne mal einen raus, der Walter Kuhn, der war so treu jeden Tag dabei. Karl-Heinz Kulenda, der Bürgermeister von Neuenhofen, der Wolfgang Kraus mit seinem Oldtimer. Und ganz besonders zu erwähnen, sein 76-jähriger Vater, der war die ganze Woche dabei, Freunde, und das hat auch nochmal einen Schwung gebracht, dieser Autokorso mit den vielen Freunden durch den Landkreis. Und ich hab gesagt, und wenn auch diese Initiative, liebe Bürgerinnen und Bürger, geht zur Wahl, wenn die auch Stimmen mal ab und zu für den anderen gebracht hat, aber sie hat doch gezeigt, dass es wichtig war, dass man den Leuten doch mal sagt, dass eine Wahl stattfindet, dass sie zur Wahl gehen. Und das hat das Ergebnis von heute gezeigt, dass es richtig war. Nochmal allen, die teilgenommen haben am Autokorso, ein herzliches Dankeschön.
Opa, euer Großvater, Landrat wird? Toll, er ist toll halt. Es ist toll, dass er Landrat wird. Ja, bin sehr glücklich über das Ergebnis. Es ist ein ganz großartiges Ergebnis. Ich darf mich bei allen Wählerinnen und Wählern ganz, ganz herzlich für das große Vertrauen bedanken. Und ich verspreche, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass das Vertrauen auch nicht, dass sich niemand missbraucht fühlt. Ich werde versuchen, das Vertrauen zu erfüllen. Es war ein Wahlsieg einer großen Bürgerinitiative, sage ich immer. Über alle Parteigrenzen hinweg hat man gesagt, dass man den Schröder haben will. Und jetzt haben sie ihn und jetzt soll er auch mal was schaffen und wird dann auch versuchen, zum Wohle der Kreiseinwohner tätig zu werden. Ab November wird Werner Schröder im Ludwigshafener Kreishaus hier über 500 Angestellte leiten und zum Wohle des Kreises Ludwigshafen tätig werden. Soweit XXL Info für heute mit einem Stimmungsporträt zu den Landratswahlen 2001. Das war XXL Info, Ihr Magazin für Rhein, Main, Neckar. Wir bleiben für Sie am Ball. XXL Info, Ihr Magazin für Rhein, Main, Neckar gibt es auch im Internet unter www.xxl-info.de.vu. Oder unter der internationalen Startseite http://hrmnews.hypermarkt.net. Sagen Sie zum Ergebnis? Ja, das ist sehr erfreuliches. Wir haben die ganze Woche gearbeitet, hat uns sehr viel Freude gemacht, den Werner wieder so gewählt haben. Und also wir sind sehr, sehr zufrieden, was wir im Schifferstadt erreicht haben. Für einmal lecker. Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.